Ja, kommen wir zu unserem nächsten Vortrag hier im Slot. Diesmal geht es jetzt um Leaflets. Ich denke, den einen oder anderen ist es auch sicher bekannt, das Framework. Wir hören von Numa Gremling, was Leaflet kann und vielleicht auch Neuigkeiten jetzt auch wieder, ne? Was Leaflet jetzt mehr kann. Schauen wir mal rein. Ich bin gespannt. Bitte sehr. Ja, danke, vielen Dank fürs Interesse an Leaflet auch. Wir hatten gerade Open Layers und ihr habt gesehen, Open Layers kann richtig viel. Ja? Und so ein Kritikpunkt an Leaflet ist ja öfters, Leaflet kann nicht so viel oder die Idee ist, dahinter ist ja mehr so, man kriegt schnell die Daten ins Web und was noch? Nicht ganz viel vielleicht, ja. Ich will in diesem Vortrag zeigen, dass es tatsächlich Plugins gibt, Möglichkeiten, Leaflet zu erweitern. Also die Kernbibliothek an sich im Vergleich zu Open Layers zum Beispiel ist relativ klein. Trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, Leaflet zu erweitern. Ja? Und ich gehe auch auf die Vor- und Nachteile ein von Plugins. Ganz kurz zu mir, ich bin von der Firma Geosys. Wir machen alles Mögliche im Bereich Geoinformation, bieten auch viele Schulungen an unter gistrainer.com. Bis Ende nächste Woche gibt es auch 20% Rabatt, falls ihr euch anmeldet. Ja? Aber erstmal zum Thema Leaflet, für die, die jetzt Leaflet nicht so kennen oder erstmal rausfinden, okay, benutze ich Open Layers oder Leaflet? Gestern im Workshop kam immer wieder die Frage, sehr schwierig zu beantworten, hängt sehr davon ab, was man wirklich nachher damit anfangen möchte. Ja? Ich mag Leaflet sehr, ich benutze im Alltag aber auch öfters Open Layers oder öfter, würde ich sagen, weil wir auch größere Infrastrukturen dann aufbauen. Ja? Und das Problem mit Leaflet könnte ja sein, dass doch mal was fehlt. Ja? Also im Endeffekt, Leaflet ist, wie gesagt, eine Bibliothek zur Erstellung von Webmaps, also interaktive Karten in einem Browser. Ihr könnt euch auch hier die Repos, die Webseite anschauen. Ja? Auch noch eine Info zur Lizenz, weil es ja meistens die Frage, die kommt, wenn man es nicht erwähnt bei der FOSGIS. Kurz zu den Features. Ihr seht hier, alle Features auf den ersten Blick passen auf eine Folie. Ja? Bei Open Layers bräuchte ich jetzt viel mehr Folien oder auch viel mehr Details noch. Bei Leaflet seht ihr, okay, es gibt erstmal eine Map, da gibt es verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Layer und was noch so? Ja, so ein paar weitere Sachen, ja. Aber ich sehe jetzt nicht groß da irgendwie Tools wie Geoverarbeitung oder Vektorteils laden. Diese Sachen sehe ich auf den ersten Blick jetzt nicht, ja. Das heißt, es sieht so ein bisschen basic aus, hängt wiederum davon ab, was ihr machen wollt. Für eine schnelle Daten ins Web kriegen, die anzeigen, ist das meistens ausreichend. Viele Leute im Webmapping wollen genau nur das machen. Man schaut sich irgendwie Nachrichten an, irgendwelche Webseiten, die ganz schnell was anzeigen wollen, dann reicht das auf jeden Fall. Für komplexe Geoportale oder so reichen die Funktionen dann vielleicht doch nicht. Genau, die Idee hinter Leaflet nochmal, ja, Simplicity, Performance, Usability. Es soll schnell bleiben, es soll relativ simpel bleiben und man soll schnell einsteigen können. Wie Marc Jansen auch erwähnt hat, der Einstieg in Open Layers ist vielleicht ein bisschen schwierig, lohnt sich natürlich, ist aber vielleicht anfangs ein bisschen tricky. Und bei Leaflets, wir haben es gestern im Workshop gesehen, kann man in 90 Minuten eine Webmap erstellen und hat auch das Gefühl, dass man das abends auch noch kann. So, ja? Und das also ist halt ein Vorteil und man will ein bisschen dabei bleiben. Also man will Leaflet nicht zu komplex machen, man will, dass es lightweight bleibt. Und es soll aber auch easy to extend sein. Also im Endeffekt, die Idee, dass man Plugins installieren kann, ist so ein bisschen Grundprinzip. Genau wie bei QGIS, es gibt ganz, ganz viele Plugins. QGIS in der Basis kann natürlich sehr, sehr viel schon. Ja? Bei Leaflet kann die Basis vielleicht ein bisschen weniger, aber kann dann sehr viel mit Plugins machen. Ja, wir reden dann kurz über Plugins. Erstmal, es gibt über 500 Plugins, also es gibt wirklich viele. Man könnte sagen, egal was ihr braucht, ihr findet wahrscheinlich irgendein Plugin. Ja? Wie immer gibt es dann Probleme. Die Plugins sind mal so, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Es gibt dann auch für dasselbe Thema verschiedene Plugins. Ja? Wenn ich jetzt so eine größere Bibliothek wie Open Layers nochmal hätte, dann ist das vielleicht im Kern eingebaut. Und dann gibt es die eine Funktion, die genau das macht. Bei Leaflet gibt es dann fünf Plugins, die das machen. Ja? Da muss man wieder Entscheidungen treffen. Das kann also ein bisschen tricky sein. Ihr könnt euch die Plugins auf der Webseite anschauen, beziehungsweise ich zeige jetzt auch gleich ein paar. Wie sieht es mit Lizenzen aus? Die Plugins sind immer Open Source, das heißt im Endeffekt, ich muss ja in der Open Source Lizenz dann benutzen. Es gibt verschiedene Lizenzen, das können die Autoren dann entscheiden. Es gibt hier keine Vorgabe.
MIT, BSD, Apache und so weiter und so fort. Beerware, falls ihr nicht kennt, ist eine relativ freie Lizenz, geht darum, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ihr mich mal trefft und ihr findet das gut, könnt ihr mir ein Bier ausgeben. Also eigentlich eine ganz coole Lizenz. Genau, gibt es immer wieder, also im Endeffekt auch hier wie immer, muss ein bisschen darauf achten, wenn ihr sowas benutzt, guckt lieber in die Details rein, aber generell ist es recht frei. So, wie binde ich diese Plugins jetzt ein? Hängt vom Plugin ab. Das ist vielleicht auch schon wieder eine Hürde, dass jedes Plugin vielleicht ein bisschen anders funktioniert, aber die meisten könnte man sowas machen wie einfach den Quellcode herunterladen, einbinden. Ja? CDNs gibt es auch, für Plugins, die viel benutzt werden, könnte man dann einfach über den Link das Ganze in die Anwendung einbinden. NPM, ja, ich kann auch über NPM verschiedene Plugins direkt installieren. Die meisten, die viel benutzt werden, auf jeden Fall. Oder auch den Quellcode kopieren. Es gibt auch sehr einfache Plugins, eine JavaScript-Datei könnte ich theoretisch ganz kopieren und Info bei mir dann einfügen. Ja. Was es nicht gibt, für die QGIS-User hier, die halt diesen QGIS-Plugin-Manager kennen, Plugin auswählen, auf den Button drücken, installiert, fertig und dann kann ich es benutzen. Hier ist es nicht so, es gibt keine automatische Installation sozusagen. Ja. Ich muss immer irgendwie mich darum kümmern, dass es erstmal da reinkommt und dann muss ich mal schauen, wie ich das richtig benutze. Ja. Ja, also im Endeffekt immer manuell über JavaScript und CSS-Dateien. Ja? Also Design-Dateien vielleicht, CSS, aber definitiv immer irgendwelche JavaScript-Dateien, die dann, wie gesagt, irgendeine Funktion ausführen können. Wie sieht es aus mit Demos? Das Problem ist ja immer halt erstmal so ein Repo, da sieht man ganz viele Plugins und dann muss man erstmal rausfinden, was kann ich da benutzen und der Text ist vielleicht, sagt nicht so viel aus oder man versteht nicht genau, was die so meinen. Es gibt bei ganz vielen Plugins Demos, also über 400 Plugins haben mittlerweile eine offizielle Demo. Könnt ihr dann aufrufen und euch anschauen, ob das das ist, was ihr sucht und wenn ja, dann schaut man sich den Rest richtig an. Wie ist mit Updates? Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, weil es ein bisschen klein ist, aber ihr seht, da sieht man, wann ein Plugin aktualisiert wurde und ihr seht auch tatsächlich beim ersten Plugin, hier im Beispiel vor 11 Jahren, okay, gab es überhaupt schon das Internet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es sein, dass ihr da Sachen findet, die wirklich alt sind oder veraltet sind. Ja? Könnt aber auch Sachen finden, die sehr neu sind. Also hier immer, wie immer, einen Blick drauf werfen. Macht das überhaupt Sinn? Ist das vielleicht noch aktuell oder ist das für eine alte Version? Meistens, wenn die älter sind, seht ihr dann sowas. Hier sind zwei Beispiele einfach. Also einerseits steht da, dass dieses Repository gar nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, spätestens dann auf der Seite findet man es dann raus. Oder ihr seht dann auch bei neueren Plugins, dass es noch vielleicht eine Version für ein älteres Leaflet gibt. Ja? Für die, die dann nicht immer updaten oder updaten können. Manchmal darf man das hier vielleicht nicht, weil es viel zu viel dranhängt. Dann gibt es ab und zu noch so eine alte Version. Ja? Das heißt, man merkt es meistens. Wie sieht es mit der Doku aus? Ja, leider im Open Source manchmal ein Problem, dass die Leute gerne programmieren, aber nicht so gerne dokumentieren. Bei den Plugins ist es genauso. Ich würde sagen, meistens ist die Doku ausreichend. Mit der Doku meine ich jetzt, ihr geht auf GitHub und schaut euch das Repo an und dann wird hoffentlich zumindest erklärt, wie man das installiert. Ja? Manche sind richtig gut dokumentiert, aber ihr seht hier auch ab und zu gar nicht. Dann heißt es Detektivarbeit, rausfinden, wie das funktioniert. Ein Tipp wäre, und ich mache das relativ oft, öfters was die Doku lesen vielleicht sogar, wenn es eine Demo gibt, schaue ich gleich in den Quellcode und dann schaue ich mir an, okay, wie binde ich das ein und dann weiß ich vielleicht schon Bescheid. Ja? Das ist vor allem praktisch, wenn es gar nicht dokumentiert ist, dann schauen wir sich die Demo an und sieht ja, wie die das benutzen, einbinden und so weiter und so fort. Ja, was sind so die Probleme? Wie gesagt, bei OpenLayers habe ich dann ein großes System mit ganz vielen Funktionen, die alle einheitlich aufgebaut sind. Dann ist das alles relativ selbsterklärend, wenn man so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Bei Leaflet ist es natürlich so, jedes Plugin macht man eine neue Box auf und entweder versteht man es oder nicht. Also was Probleme sind dann deswegen halt so, was wie fehlende Doku, fehlende Demo. Wenn die beiden Sachen fehlen, wird es öfters schwierig. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe einfach ein paar Beispiele gesucht, hier um so ein paar Plugins zu zeigen. Was mir aufgefallen ist, dass viele Demos eventuell nicht aktualisiert wurden oder gar nicht mehr funktionieren. Also da ist zwar ein Link im Leaflet-Repo drin, aber der leitet zu einer Seite weiter, die nicht mehr funktioniert. Ja, können veraltet oder zu neu sein natürlich, demnach, ob ihr die ältere oder neuere Versionen benutzt, die Qualität ist unterschiedlich. Ja? Wenn ihr viel mit Plugins arbeitet, die Cookies-User wissen, es gibt Plugins, die sind richtig gut, es gibt Plugins, die sind halt nicht so gut oder funktionieren nur so halb, da kommt irgendwie ein Bug, wenn ich doch einen falschen Datensatz lade. Ja, das ist genau das Thema.
Und was man halt wissen muss, ist vielleicht nicht unbedingt ein Problem oder so, eher so ein Tipp, es gibt auch Plugins, die natürlich nicht auf der Leaflet-Webseite angezeigt werden. Ja? Also es kann sein, wenn ihr jetzt googelt, wie mache ich das und das, dann kommt ihr auf irgendeine Webseite, die aber nicht jetzt auf der offiziellen Leaflet-Seite aufgelistet wird. Ja? Das Bild, das ich vorhin gezeigt habe, war die offizielle Leaflet-Seite. Da sollen alle Plugins registriert werden, aber das können die Autoren entscheiden. Wenn ich das nicht mache, dann wird es auch nie da angezeigt. Ja? Genau, kurze Plugins entwickeln. Für die von euch, die da Interesse haben, da gab es auch ein paar Fragen gestern im Leaflet-Workshop. Es gibt erstmal so ein paar Tutorials auf der Leaflet-Webseite. Es gibt 3 Tutorials, kann man sich das anschauen. Wie gesagt, Leaflet soll einfach bleiben, das heißt, man kann da relativ schnell durchblicken. Da kann man als Beispiel so eine Karte mit einer Katzen-Basemap erstellen, wer es braucht. Aber ist zumindest ein gutes Beispiel, um das vielleicht zu lernen. Genau, da gibt auch einen Guide, Schritt für Schritt, was man machen muss, auch wie man das dann nachher mit dem richtigen Leaflet-Repo verknüpfen kann, dass es auch dann in der Liste auftaucht. Ja. Könnt ihr euch anschauen. Voraussetzungen, ja, wenn ich jetzt erstmal weiß, wie so eine Leaflet-Map funktioniert und erst mit JavaScript, HTML, CSS vielleicht angefangen habe, schreibe ich wahrscheinlich nicht direkt ein Plugin. Ja? Also man muss ja schon JavaScript so ein bisschen beherrschen, ein bisschen mehr wissen, das DOM ein bisschen besser verstehen und objektorientierte Programmierung, also muss man wissen, was ist eine Klasse, Objekte und so weiter und so fort. Ja? Macht ihr wahrscheinlich sowieso nicht am Anfang, weil ihr sowieso wahrscheinlich das findet, was ihr braucht. Ja? Also wenn ihr ein Plugin braucht, sucht, dann findet ihr das höchstwahrscheinlich. Dann wären wir bei den Beispielen. Soll ich es riskieren, mehrere Plugins jetzt live zu zeigen? Schau mal. Wir haben vorhin gesehen, das ist immer ein Risiko. Aber wir schauen mal. Also ihr seht, ich habe viele Tabs geöffnet, die würde ich jetzt gerne alle einmal anklicken. Und nach jeder Demo schließen wir den Tab. Mal sehen, ob wir hinten ankommen. So, also diese Plugins sind total random jetzt. Also es gibt auch verschiedene Themen und auch einige, die kann ich mich ja auf den vorherigen Vortrag beziehen, wo man sagen kann, okay, hier ist ein Plugin, das kann Leaflet halt auch, aber halt nicht im Kern, was OpenLayers im Kern kann. Deswegen passt eigentlich ganz gut, dass die 2 Vorträge jetzt hintereinander hier gezeigt werden. Ich zeige einfach ein paar Plugins. Ich muss auch sagen, welche Plugins kenne ich wirklich. Na, wenn ich was brauche, dann suche ich danach und dann finde ich was und benutze ich das. Ja? Jetzt vor dem Vortrag dachte ich, okay, guckst dir mal an, was es alles so gibt. Und da habe ich einige neue Sachen auch entdeckt. Und ich zeige einfach ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, wahrscheinlich sind die interessant, könnten interessant sein. Hier ist ein sehr gutes Plugin. Man muss sagen, das benutzt man eigentlich gar nicht als Plugin. Das ist mehr so eine Liste von allen möglichen Basemaps, die man bei Leaflet jetzt einbinden kann. Also ihr bindet das nicht direkt als Plugin an, meistens zumindest. Also ihr könnt hier zum Beispiel eine Basemap auswählen und dann kriegt ihr hier den Code, den ihr in Leaflet einbinden könnt. Ja? Und dann ist sie integriert. Super, super praktisch. Theoretisch könnt ihr den Code, also die URL, die hier erscheint, auch in anderen Bibliotheken benutzen, wenn ihr wisst, wie dieser Konstruktor funktioniert. Ja? Genau, schaut euch das an, falls ihr mal nicht die Standard-OSM-Basemap benutzen wollt, sondern viele andere Sachen. Ihr seht Open Topo Map zum Beispiel, dann gibt es auch hier so von Stamen, Webseiten, Hintergrundkarten, die Watercolor. Da gibt es diese Heavy Metal Map hier, die auch ganz nett ist, aber die würde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Alltag so benutzen. Aber ist trotzdem eine ganz coole Karte, die Spinal Map. Gut, erster Tab geschlossen, zweiter. Sieht sehr basic aus, aber ich will einfach nur zeigen, okay, wenn ihr mal einen GeoTIFF habt, ihr wollt einen GeoTIFF laden, ja, meistens macht man ja viel so mit Vektoren in Web-Anwendungen, aber ihr wollt ab und zu auch ein Raster da rein. Es gibt ein Plugin, um einen GeoTIFF zu laden, ja? Mehr will ich erstmal nicht dazu sagen. Das reicht als Info. Nächstes Plugin, auch hier sind so kleine Sachen, die vielleicht den meisten Usern nicht auffallen. Hier geht es darum, wie die Basemap geladen wird, also die Basemaps werden ja als Kacheln geladen, ja, und wenn ich die jetzt bewege, die Map, man sieht hier am Rand rechts, dass die Kacheln nachgeladen werden. Ja? Das ist dieses Standardprinzip von Basemaps, wie die halt eingefügt werden. Dieses Plugin jetzt lädt dann drumherum auch schon ein paar Kacheln. Ja? Das heißt, man hat nicht den Effekt, dass da dauernd was geladen wird. Ja? Wenn man sehr schnell scrollt, hat man den natürlich auch. Aber generell ist es so ein bisschen schicker. Wem fällt es auf? Mir vielleicht, wenn man so Perfektionist ist bei solchen Geschichten vielleicht, aber die meisten User merken das nicht. Also ihr seht, es gibt Plugins, die vielleicht essentiell sind oder Plugins, die so Bonus sind. Genau, nächstes Plugin, Thema WFS, wäre auch eine Frage vorhin. Wir haben auch über Vektorteils, nicht WFS, Entschuldigung, Vektorteils, auch Vektorteils
kriegt man in Leaflet dann standardmäßig nicht rein, aber es gibt da mehrere Plugins. Ich habe einfach das erste gezeigt, das ich gefunden habe. Es gibt da ein paar weitere, dass ich auch Vektorteils in Leaflet dann einbinden kann. Hier geht es darum, dass ich in falsche Dateien laden kann. Ja, wenn ich jetzt tatsächlich einen Shape noch benutze in 2024 und das irgendwie hochladen möchte in so eine Webmap und als GeoJSON anzeigen möchte oder so, irgendeinen Vektor anzeigen möchte oder ein GeoPackage oder sowas, gibt es verschiedene Plugins, die mir ermöglichen, diese Daten dann einfach so hochzuladen. Ja? Ein weiteres Plugin, das leider gibt es hier keine richtige Demo, ist dieses Leaflet Omnivore. Das wurde von Mapbox entwickelt. Das ist ein sehr gutes Plugin, weil das Leaflet wirklich erweitert mit weiteren Datenformaten. Das sind auch Sachen, die in OpenLayers zum Beispiel direkt drin wären. Also ich habe jetzt GPX, KML, WKT. Da gibt es keine Konstruktoren in Leaflet, aber es gibt ein Plugin, das das zum Beispiel ermöglichen würde. Hier sowas wie infalsche Netze, infalsche Gitter. Kann man ja auch mal brauchen. Was war das hier? Achso, das war so ein Plugin, das dann die Overpass-API anknüpft. Dann kann man Befehle schreiben, die direkt die Sachen anfragen und anzeigen, anstatt das dann selbst zu entwickeln. Weiter. Plugin für Wikipedia. Also im Endeffekt gibt es eine Wikipedia-API, die alle möglichen Geodaten aufrufbar macht. Das heißt, ich kann jetzt die auch auf einer Karte anzeigen und mit Wikipedia verlinken. Vor allem im Tourismusbereich könnte das vielleicht interessant sein. Hier Choropleten-Karte. Auch da gibt es ein Liefer-Tutorial, wie man sowas macht. Ist vielleicht ein bisschen tricky, wenn man erstmal damit so anfängt. Das Plugin macht es relativ einfach. Kann man sehr einfach das übergeben, was man visualisieren möchte. Hier so ein Pulse-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennt. Ja, sieht okay aus. Das könnte man zum Beispiel so eine GPS-App benutzen, so eine mobile App, wo ich einfach sehe, wo bin ich gerade. Das ist so ein Pulsier-Effekt. Es ist ein pures Design-Plugin. Ja, es ist keine komplexe Funktion, aber kann interessant sein und sowas zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie ihr euch mit CSS auskennt, aber das sind so Animations, das ist nicht immer so einfach. Genau, hier auch nochmal, was sich bewegt, dieses AntPath. Fand ich halt interessant. Ich weiß auch nicht, wo ich das jetzt vielleicht benutzen würde, aber man sieht direkt, da passiert was, ja, da bewegt sich was. Könnte man brauchen vielleicht. Hier ist auch diese Minimap. Hier rechts, für die OpenLayers-User denkt ihr auch, okay, das gibt es auch sowieso, aber hier in Leaflet gibt es halt sowas nicht. Hier ist es dann eingebaut, dass man so eine Übersicht hat, wo man sich dann, wie gesagt, befindet. Da gibt es auch mehrere Plugins zu dem Thema. Hier müssen wir nochmal laden. Hier geht es darum, dass man Pfade so animiert darstellen kann. Das kann interessant sein, wenn man sich jetzt mal so Verkehrsdaten oder so anschaut. Ja, also jedenfalls Daten, die sich bewegen müssen. Man sieht hier, jetzt wird mit dem Boot, jetzt kommt ein Auto und dann kommt nochmal ein Flug. Könnte man zum nächsten Plugin schon gehen, aber ich wollte einmal kurz zeigen hier, weil die Demo irgendwie jetzt passiert, was ich nicht ganz erklären kann. Jetzt. Ich weiß nicht, was hier passiert. Springt ein anderes Flugzeug oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich es lustig, dass ich brauche das mal ein. Gut. Ja, auch hier so Notifications, das hat zum Beispiel jetzt gar nichts mit Leaflet zu tun, das sind irgendwelche Meldungen, die ich dann so einbauen kann, ja, das kann ich auch mit Bootstrap, was auch immer, so ein bisschen nach Bootstrap ausprogrammieren, hat mit Leaflet, mit Mapping in dem Falle nichts zu tun. Okay, wir haben noch 2 Minuten und 200 Tabs, schnell. Ja, hier so ein Bounce-Effekt, kick eine Marke an, der bounce dann oder kann auch den automatisiert triggert, wenn ich vielleicht etwas suche. Ein sehr wichtiges Plugin, Clustering, Marker-Cluster, dass ich verschiedene Daten, wenn ich so viele Daten habe, die auch clustern kann. Da gibt es auch etliche Plugins dazu. Schaut euch die an, falls ihr sowas braucht, weil oft habt ihr einfach zu viele Daten in der Anwendung. Digitalisierung, dieses Drawing, was vorhin, wie gesagt, erwähnt wurde, das ist in Leaflet dann nicht eingebaut. Es gibt dann hier Plugins, da kann man dann verschiedene Daten, wie gesagt, bearbeiten, verschieben. Ja. Oder auch dieses Snapping, das ich jetzt hier irgendwo hin snappe. Bei OpenLayers wiederum ist das erstellt so ein Snap-Interaction und dann funktioniert das fast schon. Hier muss man das dann über ein Plugin machen. Ja? Oder auch hier, dass ihr erkennt, dass ich fast beim Layer bin, anstatt über dem Layer. Super, wenn man so etwas anklicken möchte, selektieren möchte. Ein Messwerkzeug, an QGIS orientiert. QGIS Measure heißt das. Das klingt nach einer PyQGIS-Klasse, ist aber tatsächlich ein QGIS-Plugin. Genau. Timeline-Plugins gibt es auch etliche. Ich habe einfach das erste genommen, dass man irgendwie Daten mit einem Zeitstempel anzeigt. Also man sieht jetzt, wie die Karte sich bewegt, das Slider sich bewegt. Sieht nicht so schick aus jetzt, aber es erklärt das Prinzip, dass man
sowas halt benutzen kann und könnt ihr auch umstylen dann. Ja? Dann sind wir ja beim Fullscreen. Fullscreen könnt ihr auch dann so relativ einfach integrieren, wenn ihr sowas selbst programmiert, das ist dann nicht immer so ganz einfach, also eigentlich sehr praktisch. Genau, dann haben wir hier noch so bewegende Pfeile, falls man so Flow-Maps oder sowas erstellt. Das wurde schon öfters gefragt, ob sowas geht. Ich habe jetzt auch erst richtig gemerkt, dass es tatsächlich Plugins zu dem Thema gibt, also sehr cool eigentlich. Genau, und hier ist ein wirklich cooles Plugin, sieht sehr schick aus, finde ich jetzt. Ihr kennt vielleicht sowas wie Carto DB, aber auch sowas geht mit einem Leaflet-Plugin. Ja? Also sieht schick aus, man kann das hier über 1000 Möglichkeiten irgendwie einstellen. Wenn ihr sowas mehr braucht, schaut euch das an. Genau, und dann die letzte Demo. Es gibt, ich weiß nicht, was man damit macht, aber es gibt eine Snow-Demo. Das schneit es halt. Und dann kann man hier die Schnelle und so anpassen, die Dauer. Sieht cool aus. Aber vielleicht kann mir Bescheid sein, warum ihr das benutzen würdet oder benutzt habt. Das wäre das Interessanteste. Und dann im letzten Vortrag kam die Frage mit Geoverarbeitung. Ich habe jetzt Digitalisierung und so gezeigt, Geoverarbeitung gar nichts, weil da würde ich auch empfehlen, nicht Leaflet-Plugins zu benutzen und wirklich mit TurfJS zu arbeiten. Das ist eine Bibliothek, mit der man alle Basic-GIS-Tools, so Puffer, Intersect, ausführen kann. Genau. Das war es größtenteils. Dann, wenn noch ganz kurz, nicht zu viel überziehe, hier kam eine Frage von meinem Kollegen dann nochmal letzte Woche. Er hat gefragt, wie machst du bei der Vosgesner Leaflet, dass man eigentlich fast alles damit doch machen kann. Er hat tatsächlich gefragt, kann man mit Leaflet kochen? Das ist eine Frage. Und tatsächlich gibt es eine Antwort. Es gibt ein Leaflet Cookbook. Und damit könnt ihr kochen, ja. Das ist vom Locate Press Verlag. Also, falls ihr euch mein Buch anschauen wollt, gibt 25% auf alle E-Books von Locate Press. Alle, nicht nur Leaflets, auch, ich glaube, es gibt ein OpenLayers-Buch, auf jeden Fall GDAL-Bücher, PyKugis. Schaut euch das gerne an. Ja, oder ihr könnt auch bei GIS-Trainern eine Schulung buchen, wie gesagt, 20% auf alle Schulungen bis Ende nächster Woche. Und das war's dann. Habt ihr Fragen oder Kommentare? Genau, es gibt einige Fragen im Venueless. Die erste Frage geht um die Security und die Plugins. Mhm. Werden die irgendwie überprüft auf Security und gibt es da so einen vertrauenswürdigen Status irgendwie für Plugins? Offiziell weiß ich es jetzt nicht. Mir ist nicht bekannt, dass die so geprüft werden, aber da eine Community dranhängt, die das testen und viele das auch benutzen, denke ich schon, dass Sachen auffallen würden, auch wenn es jetzt vielleicht offiziell nicht so einen Prozess gibt, soweit ich weiß zumindest, ja. Gut, dann gibt es eine Frage, die kam, bevor du die Demo gezeigt hast, nämlich zu Vector-Tiles. Unterstützt Vector-Tiles und wenn ja, welche Performance? Ja, genau. Also ihr habt gesehen, es gibt mindestens ein Plugin, es gibt mehrere, ich habe einfach eins gezeigt, ja. Die kann man dann benutzen. Performance, wie auch vorher im Vortrag schon angedeutet wurde, ist ja nicht immer nur das Plugin oder die Anwendung, ist ja auch, das ist ein Rechner, das ist ein Browser. Der Browser ist kein GIS unbedingt, das heißt, ich würde jetzt nicht empfehlen, da ein paar hundert Megabyte zu übertragen. Ja? Das muss man ein bisschen rausfinden, wie das dann so läuft mit den Daten, die man hat. Würde ich sagen, das einfach, muss man ein bisschen testen. Es ist schwierig, da so das genau zu beantworten. Ja. Okay, und dann gibt es die Möglichkeit, die Plugins in Jupyter Notebook einzubinden? Ich bin nicht ganz sicher, man kann da auch mit Leaflet arbeiten, da gibt es verschiedene Module. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit jedem Plugin so funktionieren würde. Bin ich auch nicht ganz sicher. Ich könnte es mir vorstellen, aber hängt vielleicht auch wieder vom Plugin ab. Ja. Okay. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Frage gibt es noch hier. Gibt es ein Plugin oder eine direkte Möglichkeit, Kartodiagramme darzustellen? Es gibt ein paar, also einfach die Generaldiagramme. Ja? Mhm. Also nicht aus CartoDB oder so, nee. Das weiß ich nicht, das steht hier nicht. Generell, es gibt ein paar Sachen zu Diagrammen. Ich würde sagen, okay, da würde ich dann lieber zu einer anderen Bibliothek greifen, so wie, sagen wir mal, D3 oder etwas wirklich für Visualisierung, das dafür gemacht ist. Da braucht man nicht unbedingt dann direkt ein Leaflet-Plugin. Ja, würde ich persönlich empfehlen, aber ja.
So, dann gibt es noch zwei Dinge. Ein Hinweis, dass es für React-Nutzer ein fertiges Repo gibt. Das kennst du sicher auch, oder? Mhm. Alles, ja. Bei den Fragen ist das aufgelistet. Diejenigen, die das, die dort nochmal gucken wollen, wie die URL ist, die sage ich jetzt hier nicht. Und dann nochmal ein Dank an die sehr schicke Demo. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Raum hier? Leaflet oder OpenLayers? Kann ich nicht beantworten, es hängt davon ab, was ihr macht. Ne, keine Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, danke.